Hey zusammen, wenn du da draußen gern ein Musikprojekt realisieren möchtest, aber dir reichen einfach deine eigenen finanziellen Mittel nicht, dann solltest du jetzt genau aufpassen. Denn ich habe hier nämlich einen Experten, der auf der anderen Seite sitzt und Förderungen prüft und durchlässt. Also ich werde den jetzt für euch heute mal so ein bisschen ausquetschen, damit ihr ein paar Tipps mitbekommen könnt, wie ihr eure Förderung durchbekommt und somit mehr Geld für eure Musik habt. Klingt gut? Dann jetzt aufpassen. Hey Emi, richtig cool, dass du dir wieder Zeit nimmst und ich würde direkt mal anfangen. Ja, du bist ja da so ein bisschen auf der anderen Seite, prüfst Förderung. Erzähl mal, wie ist denn da so der Prozess, dass so eine Förderung einfach freigegeben wird? Vielleicht ein bisschen ein Kontext. Ich bin an mehreren Förderboards, wenn man so will. Ich bin in Österreich zuständig für den österreichischen Musikfonds. Das ist der größte Fonds des Landes, der Produktionen fördert, aber auch Tour-Support und auch Videoproduktionen. Ich bin in der FÖM, das ist die Gesellschaft zur Förderung österreichischer Musik. Das ist ein Veranstaltungsförderungsprogramm für Musiker. Und ich bin auch im Vorstand der Hugo Wiener Privatstiftung. Das ist eine Stiftung, die vor allem Musiker in Notlagen, also Texter und Autoren in Notlagen vor allem fördert. Und diese unterschiedlichen Fördereinrichtungen haben eigentlich eine Sache gemeinsam. Das wird wahrscheinlich für alle Förderstellen gemeinsam gelten. Das ist manchmal aber Menschen nicht bewusst. Sie halten sich an Richtlinien. Es gibt immer Förderrichtlinien oder vielleicht Stiftungsbescheide, die dann den Stiftungszweck begründen. Das heißt, die Menschen, die an Bord sitzen, egal wer das ist, egal wie namhaft die sind, das sind nämlich oft auch namhafte Leute aus der Branche in diesen Fördergremien, die haben nicht völlig freie Hand, die können nicht völlig frei nach ihrem Musikgeschmack entscheiden, sondern die arbeiten nach einem Regelwerk. Und das ist einmal sozusagen der erste Schritt, dass man das versteht, wie Förderungen grundsätzlich einmal funktionieren. Der Weg bis zur durchgewunkenen Förderung, bis zur Genehmigung der Förderung, der ist im Regelfall der, dass der Förderwerber ein Ansuchen um die Förderung stellt. Da ist natürlich wichtig, dass das Förderansuchen im Rahmen der Richtlinien passiert, die aber auch natürlich recherchierbar sind und auch an die richtige Förderstelle adressiert sind. Auch das kommt leider manchmal vor, dass ich sage jetzt zum Beispiel die Förderung für eine Veranstaltung bei einer Förderstelle ankommt, die keine Veranstaltungen fördert, ja, sondern vielleicht was ganz anderes. Dieser Förderantrag wird geschrieben. In diesem Förderantrag muss für die Gremien ersichtlich sein, und zwar möglichst klar ersichtlich, dass wirklich ein Förderbedarf steht. Also dass sozusagen der Förderwerber als förderwürdig im Sinne der Richtlinien gilt. Und dann ist natürlich immer auch eine Gremienentscheidung, das heißt unterschiedliche Personen aus unterschiedlichen Expertengebieten sprechen dann darüber, was am ehesten im Sinne der Förderung, der Förderbestimmungen sozusagen zutrifft, und dann wird, wie du gesagt hast, glaube ich, durchgewunken oder genehmigt sozusagen, ja, so eine Förderung. Das ist so der übliche Weg, den eine Förderung macht. Und wenn es jetzt um diese Richtlinien gehen, sind die öffentlich? Also kann da jeder zum Beispiel auf die Website gehen und schauen, hey, erfülle ich die Kriterien? Also im Regelfall gibt es zum Beispiel auch Online-Formulare, die dann auch vielleicht auf was hinweisen. Du musst einfach gewisse Dinge ausfüllen, du musst Dinge anhackeln, und das ist natürlich heutzutage eh schon sehr so gemacht, dass man die Förderung eh nur, also oder oft im Sinne der Richtlinien nur erstellen kann. Aber es gibt natürlich die Richtlinien, die man wirklich auch recherchieren kann. Häufig ist es sogar so, dass man, nicht häufig, aber es kommt vor, dass man sogar Förderstellen hat, wo man mal eine Frage, wenn einem was unklar ist oder so, stellen kann. Und ich bin da immer ein Fan von zuerst wirklich die Hausaufgaben machen, zuerst recherchieren, was gibt es zu recherchieren, und dann den Antrag stellen. Also ich habe wirklich schon häufig erlebt, dass ein Antrag einfach nicht gepasst hat, ja, in vielerlei Hinsicht. Und dann ist auch noch wichtig zu bedenken,
dass diejenigen, die am Board von Förderstellen sitzen, sind nicht von gestern. Mhm. Uns erreichen viele Anträge und wir sind aus dem Berufsfeld, mhm, und wir können natürlich auch einschätzen, ist das eine nachvollziehbare, ist das ein nachvollziehbarer Antrag, ja, oder ist er in einem Sinn nicht nachvollziehbar? Weil Förderung, da hat man natürlich schnell das Gefühl, da gibt es irgendwie Kohle, ja, zu holen, aber so kann man sich das eben nicht vorstellen, ja, sondern das wird wirklich genau überprüft, ob das sozusagen vergeben werden kann, mhm, die Förderung. Ja, ich habe ja auch mit unseren Künstlern ja schon oft auch Förderung mit bearbeitet und eingereicht. Was ich da gemerkt habe, ist es, zumindest in Deutschland, super kompliziert gemacht, diese, mhm, Anträge. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es in Österreich ist. Ich würde mich den Vergleich jetzt nicht zutrauen. Ja, also da musst du erstmal 20 Seiten ausfüllen, mhm, natürlich je nach Antrag. Wird es da mit Absicht auch schwerer gemacht, damit weniger Leute das auch schaffen, oder? Also da traue ich mir zu sagen, nein. Also ich weiß, wir sind Deutschland, ich würde das Deutschland aber auch nicht unterstellen, aber, mhm, ich kann von den Förderbots, an denen... ist mir so, dass man sehr viele Zahlen, Daten, Kalkulationen schon mit angehen muss. Man muss sich vielleicht vorstellen, dass die eine Förderung zu vergeben ist eine sehr heikle Angelegenheit. Mhm. Also ist eine sehr heikle Angelegenheit, weil du musst natürlich auch rechtfertigen können, warum wurden diese Förderungen vergeben. Ja. Und sozusagen ist eine heikle Angelegenheit in diesem Sinne. Du willst natürlich die besten Entscheidungen im Sinne vielleicht des Staates, wenn der die Förderung auflegt, du willst die besten Entscheidungen im Sinne der Stiftung oder, mhm, wem auch immer treffen. Und es ist dafür oft nötig, dass du wirklich viele Informationen hast. Mhm. Die können auch wirklich sehr in die Tiefe gehen. Und auch hier gilt zu sagen, warum ist das so relevant? Weil ja eben wieder am Förderbord unterschiedliche Menschen sitzen mit unterschiedlichen Expertisen. Ich traue mich, mhm, zu sagen, dass nicht alle Informationen im Förderantrag für mich die gleiche Relevanz haben wie für eine andere Person an Bord. Weil vielleicht, das Social Media Following oder die exakte Studiokalkulation, mhm, oder vielleicht die Sparte, die, in der diese Förderung genau stattfindet, die Musikrichtung, wie da sozusagen vielleicht gewirtschaftet wird, das ist eben für manche Personen vielleicht von größerer Relevanz. Ja, also, ja, um es vielleicht ganz klar zu sagen, wenn neben mir am Förderbord jemand sitzt, der sich mit Rap und Hip-Hop wirklich gut auskennt, weil er in der Szene schon Hits gelandet hat, dann traue ich mich sagen, dass, obwohl ich schon viel verstehe, kann er vielleicht trotzdem die Studio-Kalkulation im Rap und Hip-Hop eine Spur besser beurteilen als ich. Mhm. Und das sind genau die Gründe, warum dann oft bei diesen Förderanträgen sehr in die Tiefe gefragt wird, weil das Wissen, das das Board hat, im Gesamten, mhm, unglaublich tief ist. Verstehe, ja. Ja, super spannend, da auch mal, mhm, zu verstehen, wie, mhm, funktioniert das und warum ist das auch so. Ich kann eben nur aus der anderen Sicht sagen, halt, dass zu uns oft Künstler kommen, die wollen so eine Förderung annehmen, anfragen und aus meiner Sicht sage ich auch, echt cooler Künstler, der hat gute Musik, die ist auf jeden Fall förderungswürdig aus meiner Sicht. Und die haben aber dann wirklich Schwierigkeiten, das alles auszufüllen, weil das für die dann so kompliziert und detailliert ist. Das ist einfach so meine Erfahrung mit dem Ganzen. Also das ist natürlich immer so schwierig, dieses, wo der Musiker ist in manchen Bereichen ein Experte, Bereichen Experte, in anderen Bereichen Laie. So wie auch der Klempner in manchen Bereichen Experte ist und in manchen Bereichen Laie. Und es ist tatsächlich so, dass oft, wenn es um Formalitäten geht, sind die Musiker, ich bin selber Musiker, ja, natürlich oft vielleicht auf der emotionalen Seite mehr involviert als auf der, sagen wir mal, jetzt voll analytisch strukturierten. Und das ist vielleicht eine von diesen Geschichten, die es Musikern schwer machen kann. Mein Tipp wäre in diesem Fall, dass die Musiker versuchen, auch wirklich ihre Fühler auszustrecken. Im Regelfall kennt man vielleicht sogar Menschen, die schon eine vergleichbare Förderung eingereicht haben, vielleicht gab es schon Gespräche, vielleicht ist eine Förderung auch einmal durchgewunken worden von jemandem, da kann man sich ruhig auch einmal zusammenschließen gemeinsam, wie habt ihr das gemacht, wie seid ihr das angegangen, also Austausch ist immer erlaubt, ja, und auch durchaus erwünscht, weil auch die Förderboards freuen sich, wenn die Förderanträge verarbeitungswürdig daherkommen sozusagen, ja, oder verarbeitungsmöglich daherkommen. Und nicht auf wesentliche vielleicht Eckpunkte vergessen. Ja.
Gibt es da auch irgendeine Stelle, weil vielleicht als kleiner Künstler hast du vielleicht noch gar nicht so dieses Netzwerk. Wo könnte man sich eventuell melden, um da Hilfe zu bekommen? Ich würde jetzt mal sagen, es gibt, zum Beispiel in Österreich gibt es mehrere so, wie nenne ich das, Interessensgemeinschaften, wo man zumindest Interessensgemeinschaften hat. Ja? Ja. Also mir fällt zum Beispiel das MICA ein, Music Information Center Austria ist das beispielsweise. Es gibt aber auch einfach, ich weiß gar nicht, von der Strukturierung her, wie das genau ist, ob das auf Vereinsstruktur ist oder ob es auf eben Interessensgemeinschaft ist. Da gibt es ganz viele verschiedene Art und Weise, wie das strukturiert sein kann. Aber es gibt eine Interessensgemeinschaft für Autoren. Es gibt Facebook-Groups. Es gibt wirklich alle möglichen Orte, wo man sowas kann. Und tatsächlich ist auch die Vereinsstruktur eine sehr sinnvolle für sowas. Vereine, das klingt heutzutage vielleicht nicht mehr so super sexy, dieses Wort. Ja, heutzutage hast du die Community irgendwo. Ja, aber das hat schon eine Berechtigung, dass man vielleicht irgendwo einen Vereinsbeitrag zahlt, einen kleinen, und dort dann aber eine dedicated Gruppe hat. Mir fällt jetzt der Österreichische Komponistenbund ein, wo hunderte Mitglieder sich regelmäßig über eben auch derartige Themen austauschen, wo Workshops gehalten werden, oder der Verband Österreichische Textautoren. Da gibt es aber unzählige. In Österreich ist die Landjugend wieder ein sehr großer Verein, der dann vielleicht gar nicht zu sehr auf das Thema wieder geht, aber ein bisschen schlau machen und Information kann man im Regelfall wirklich haben. Sehr cool. Ich würde jetzt den Zuschauern vielleicht auch nochmal so das möglichst einfach machen, dass gerade vielleicht so die größten Fallstricke oder so, beziehungsweise dass du mal so deine Top-Tipps mitgibst, Top 3 bis 5 Tipps, ja, um jetzt, dass eine Förderung auch wirklich durchgeht. Okay. Tipp Nummer 1 wäre, recherchiere die richtige Förderstelle. Das ist nämlich eine automatische Disqualifikation. Sozusagen, da kann drinstehen, was du willst. Das ist sozusagen das absolute, da ist vorbei. Ja? Das muss einfach die Förderstelle kann nichts tun, wenn das nicht korrekt sitzt. Ja. Tipp Nummer 2, stelle klar heraus in deinem Antrag, warum das Projekt förderwürdig ist. Und mit förderwürdig meine ich immer im Sinne eben der Richtlinien oder des Instituts. Förderwürdig kann ein Act sein, der vielleicht, der schon lange Zeit am Markt ist und dem durch die Förderung plötzlich etwas Bestimmtes ermöglicht würde. Vielleicht der Sprung über die Landesgrenzen. Vielleicht der Sprung für endlich, das dritte Album, aber jetzt wäre es möglich mit einem Team und einem Producer, der das Ganze auf ein besonders hochwertiges Niveau heben kann. Das war bis jetzt nicht der Fall. Oder die ersten Singles haben funktioniert und jetzt soll quasi etwas Größeres gemacht werden. Oder die Band ist schon lange am Markt, hat große Umstrukturierungen erlebt und jetzt muss man das Ganze neu aufsetzen. Eben wieder immer in den Richtlinien. Es kann aber auch sein, dass ein Projekt förderwürdig ist, wenn es zum Beispiel gar nicht auf großen kommerziellen Erfolg ausgelegt ist, sondern es ist Musik, die sogar sehr schwer verwertbar ist, die grundsätzlich so nischig angesetzt ist, dass sie gar nicht eine gute Chance hat, viel Geld zu akquirieren. Es könnte aber sehr wohl dennoch dem Staat oder der Förderstelle wichtig sein, dass das Projekt stattfinden kann. Möglich können auch sein, vielleicht eine Veranstaltung in einer kleinen Ortschaft, die wichtig ist für das Dorfleben, aber sich einfach nicht einfach so finanzieren lässt. Ja? In der Kalkulation, und das wäre schon Tipp Nummer 3, in der Kalkulation muss klar ersichtlich sein, dass sich ohne der Förderung ein Defizit herausstellt. Wenn das in der Kalkulation nicht klar ersichtlich ist, dann ist keine Förderung nötig. Ja, weil dann ist es ja, dann geht es sich ja aus. Ja? Aber auch hier selbstverständlich immer mit den tatsächlichen offenen Karten spielen, denn im Nachhinein muss der Förderwerber auch belegen, dass die Fördergelder ganz genauso im Sinne der beantragten Förderung verwendet wurden. Und da darf es natürlich keine Abweichungen geben, denn sonst wird die zurückgezogen. Ja, also im Regelfall ist natürlich so zu agieren, wie man quasi beantragt. Im schlimmsten Fall selbstverständlich kann der Fördergeber wieder sagen, du hast nicht so agiert, wie du gesagt hast, also agierst. Ja. Das ist selbstverständlich zurückzuzahlen. Ja? Ja. Oh, okay. Kommt also, auch häufig vor? Ich traue mich da jetzt gar nicht zu viel. Das sind Zahlen, die mir jetzt nicht zwangsläufig vorliegen, weil das wird dann oft über das Büro oder über sozusagen die Leute, die das wirklich dann verwalten, gemacht. Aber
Ich traue mich sagen, dass Förderungen leider manchmal ein bisschen diese Konnotation haben wie leicht verdientes Geld. Ja? Hm. Aber das ist es de facto nicht. Ja? Du brauchst wirklich gute Gründe und diese wirklich guten Gründe musst du gut nachvollziehbar darstellen. Ja. Wenn ich noch einen Tipp geben kann, das wäre so mein, man sagt ja, alle guten Dinge sind vier, ja. Dann wäre dieser Tipp, give it a try. Ich habe das Gefühl, dass immer noch viel zu wenig Musiker überhaupt Förderungen einreichen. Also du willst mehr zu tun haben. Ja, ja, es ist de facto so, dass natürlich auch, also im Regelfall werden, es ist nicht möglich, dass die Fonds alle Förderungen durchwinken. Das geht sich jetzt schon nicht aus. Aber das sollte niemals den Musiker zu fahren lassen, nicht auch es zu probieren. Ja? Weil nur weil der Markt schwer ist, der Markt ist schwer für vielleicht die Tankstellen des Landes, machst du deshalb keine Tankstelle, das sollte nicht der Grund sein, dass es schwierig ist. Ja? Sondern im Gegenteil, umso größer die Antragsmenge ist, umso mehr ist vielleicht deins das Herausstechende, wenn du das einfach klar hervorheben kannst. Und was mir vielleicht auch einfällt, ist, selbst wenn deine Förderung abgelehnt wurde, ist es ja eine coole Sache, weil man beschäftigt sich mit der eigenen Musik. Man muss sich verkaufen, man muss begründen, hey, warum sollte genau meine Musik angenommen werden, gefördert werden? Und das musst du als Musiker irgendwann sowieso, ja, vor Veranstaltungen, vor einem Manager, vor einem Label, wie auch immer, du musst dich verkaufen können, du musst begründen können, warum ich, ja. Und deswegen ist es ja an sich eine coole Übung, auch die Kalkulation mal zu machen. Absolut. Das kann dir auch so helfen, auch wenn die Förderung jetzt nicht durchgeht. Absolut. Ich bin der festen Überzeugung, dass ein Förderantrag eigentlich immer ein tatsächlicher Gewinn ist, weil man sich durch den Förderantrag Fragen stellt, die man sich vielleicht eben nur stellt, weil dieser Förderantrag diese Frage stellt. Ja. Und im Regelfall aber eben wirklich auch Menschen hilft, das wirklich neu mal durchzudenken, das eigene Business ein bisschen zu verstehen. Insofern glaube ich, das kann fast nur ein Gewinn sein. Und ich hätte sogar noch jetzt, wo wir darüber sprechen, fällt mir noch was ein. Und zwar, es kann natürlich auch zu einer Förderabsage kommen. Mhm. Okay, was bedeutet das jetzt für dich? Du hast zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist, du nimmst es hin und tust nichts weiter. Mhm. Möglichkeit Nummer zwei ist, du gehst nochmal durch und du versuchst zu schauen, was war denn jetzt der Grund, dass es nicht funktioniert hat. Mhm. Und es gibt sogar, jetzt fällt mir ein, Möglichkeit Nummer drei, sich das herzunehmen, und quasi wie aufzuheben. Mhm. Und in dem Moment, wo du maßgeblich etwas veränderst an deinem Projekt, tatsächlich dir das Alte hernimmst und die Veränderung klar darstellst und dann erneut einen Antrag einreicht. Ja, interessant. Das darf man nicht vergessen, das ist eine große Chance für viele, denn es kann nun mal sein, dass man maßgeblich was verändert. Aber das ist auch die Voraussetzung. Man kann nicht einen grundsätzlich gleichen oder grundsätzlich ähnlichen Förderantrag nochmal einreichen. Das ist im Regelfall, das ist sozusagen nicht erlaubt. Mhm. Aber es wäre durchaus möglich, dass sich das Projekt aus irgendeinem Grund komplett neu aufstellt, dass sich neue Chancen ergeben haben, dass sich das Projekt grundsätzlich verändert hat. Ja. Und das kann tatsächlich auch die Kalkulation verändern. Das kann die Zukunftsperspektive verändern. Ja. Und wenn das passiert, dann ist es immer gut, wenn man den alten Antrag auch noch hat, dass man dann nochmal klarstellen kann, was ist denn wirklich jetzt sozusagen die nette Veränderung und damit die Chancen eigentlich wieder aufs Neue aufleben. Absolut, ja. Ja, weil man erlebt es ja häufig, zumindest kenne ich es, dass man es einmal probiert, so, okay, wurde abgelehnt. Und dann ist das eine blöde Förderstelle. Ja, und so, also werden immer dort aber das heißt, du sagst nicht aufgeben, einfach, wenn sich was verändert, nochmal anfragen. Nochmal. Wenn es maßgeblich eine Veränderung ist, dann ist es eine wunderbare Sache. Machen wir mit der nächsten Frage weiter. Du hast gerade auch schon gesagt, dass so die Künstler, die ihr fördert, die haben schon was Gewisses erreicht. Und dann ist so das Ding, dass sie auf die nächste Stufe kommen wollen. Das kann ein möglicher Fördergrund sein. Aber könnten auch Leute, Musiker, die noch ganz am Anfang stehen, können ja auch gefördert werden? Kann absolut Gründe dafür geben. Absolut. Und wie machen die, also die haben jetzt ja vielleicht noch nichts, was sie zeigen können. Wie machen die das klar oder wie macht man das am besten? Noch einmal, auch hier wieder, es hat immer mit den Richtlinien für die Förderung zu tun. Also du kannst, ich sage mal, es ist möglich, dass zum Beispiel das kreative Konzept ein überzeugendes ist. Mhm. Dass man das Gefühl hat, das ist vielleicht ein neues Seating in einem Markt, wo es sozusagen wir für einen förderwürdigen Markt halten und daher ein förderwürdiger Künstler vielleicht in diesem Markt. Ja?
Das kann aber eben auch sein, dass jemand schon länger was gemacht hat und ihm die Förderung ermöglicht, vielleicht auf ein besonderes Niveau zu kommen. Es kann aber eben, wie gesagt, je nach Förderstelle auch ein ganz anderer Grund sein. Aber es ist absolut möglich, dass auch ein Newcomer eine Förderung erhält. Aber dann, es muss dann einfach nur klar sein, wofür soll die sein, die Förderung? Warum entspricht das den Richtlinien? Wenn ich jetzt ein Beispiel nennen kann, zum Beispiel in Österreich, wenn wir den SKE-Fonds uns anschauen, soziale kulturelle Einrichtungen, da hast du einfach, du kannst recherchieren, du kannst schauen, was wird gefördert. Und das ist einfach eine punktuelle Aufzählung für die Dinge, die gefördert werden. Das bedeutet, egal wie dein Antrag aussieht, es muss klar feststellbar sein, was wird gefördert. Also fällt das da rein? Und wenn man das dann gut darstellen kann, dann ist es natürlich immer möglich. Ja. Hat man als Künstler einen Vorteil, wenn man schon was veröffentlicht hat? Macht es euch dann einfacher zu entscheiden? Naja, ich sage jetzt mal, es hilft einer Förderstelle auf jeden Fall, wenn das Bild ein möglichst klares ist. So würde ich es vielleicht sagen. Ja? Ja. Wenn ein Release da ist, ist vielleicht schon, hat man vielleicht auch Zahlen, wie hat das vielleicht funktioniert? Heißt nicht, dass es unbedingt große Zahlen sein müssen. Vielleicht sind ja auch Probleme dem Künstler dadurch bewusst geworden und deshalb gibt es jetzt einen Tweak oder so. Ja? Aber die Förderstellen haben eben zum Beispiel schon im Falle des österreichischen Musikfonds beispielsweise das Bestreben, Musik auch auf ein Niveau zu heben, das eben besonders ist, das vielleicht auch ermöglicht, die Musik ins Ausland exportfähig zu machen. In diesem Sinne wäre das eben einer der Gründe, die dann den Richtlinien entsprechen kann oder nicht. Aber wir sind wieder bei dem gleichen Punkt, es muss einfach gut dargestellt sein. Und deshalb können Releases auch etwas einen Wert haben. Okay. Aber natürlich gibt es auch Newcomer, ich erinnere mich an Newcomer, die vielleicht beim Song Contest dann oder so teilgenommen haben, die noch nicht super viele Releases vielleicht gehabt haben oder so, aber das hat sich einfach so ergeben. Ja. Und dann muss halt das kreative Konzept vielleicht wieder überzeugen. Ja? Oder das Team um die Person herum. Das können verschiedenste Gründe sein. Ja. Deshalb auch einmal, dort sehr unterschiedliche Persönlichkeiten können unterschiedlich bewerten. Und da gibt es dann einfach eine Entscheidung vom gesamten Board, das sozusagen als Einheitskörper diese Entscheidung gemeinsam trägt. Das ist spannend. Ich merke schon, du versuchst so möglich das einfach zu machen und alle einzuladen. Ja? Hast ja gerade auch gesagt, dass egal wo der Künstler jetzt steht, soll er es einfach mal probieren. Das merke ich auch, dass du die Leute da schon auf jeden Fall einladen, unbedingt, unbedingt. Das cool. Mega. Nee, finde ich aber richtig cool. Also vielleicht euch für euch nach dem Video hier als Übung, ja, füllt es doch mal aus, beschäftigt euch damit, beschäftigt euch mit eurer Musik, überlegt euch, wie könnt ihr euch besser verkaufen, packt es dann in die Förderung, probiert es einfach mal. Mein Schaden kann es ja nicht. Absolut. Am Ende hat man, ja, eine coole, sich mal was überlegt und zur Abschlussfrage, ja, würde ich mal von dir so wissen, was war aus deiner Sicht die absurdeste Förderung, die er bekommen hat, ohne natürlich jetzt Namen zu nennen? Es würde mir jetzt wirklich schwer fallen, eine rauszupicken. Es ist einfach manchmal so, dass man erkennt, dass der Schritt zur Förderung, obwohl ich alle immer einlade, ist es trotzdem auch wichtig, dass man den Schritt zur Förderung nicht zu früh geht. Ja? Es gibt viele Wege und viele Möglichkeiten, an der eigenen Musik zu arbeiten, auch ohne eine Förderung. Also obwohl es jetzt scheinbar diametralisch das Gegenteil ist, will ich damit sagen, es ist wichtig, dass man sich eben klar präsentiert bei einer Förderung. Aber es ist vielen Musikern eben noch oft nicht klar, was ist denn jetzt ihre USP? Was ist denn jetzt genau ihr Branding? In welcher Nische stehe ich? Was wäre jetzt ein sinnvoller Karriereschritt? Was wäre denn eine logische Weiterführung? Wie erfahren das die Künstler? Indem sie sich die Zeit nehmen, sich mit ihrer Musik auseinandersetzen, am Instrument üben, mit Menschen unterhalten, Community aufbauen, vielleicht Fans akquirieren, vielleicht mit anderen Bands Co-Gigs spielen. Wie bauen die das auf? Und mit der Zeit formt sich dann die Künstlerpersönlichkeit, mit der Zeit formen sich die Ziele, mit der Zeit formt sich auch eine Geschichte von dem Act. Der hat vielleicht zuerst im Pub um die Ecke gespielt, dann ist er vielleicht eine regionale Größe geworden, knüpft an bei den ersten Bands. Wenn sich diese Geschichte formt, formt sich die Website, dann formt sich dies und jenes, dann formt sich plötzlich das Outfit und dann tut der Künstler vielleicht sein eigenes
ich weiß nicht, DIY-mäßig Bühnenoutfit schneidern und plötzlich haben wir jemanden, der ein bisschen weiß, da gehöre ich hin, diesen Weg bin ich gegangen, das wäre der nächste Schritt. Welche Förderung kann mich da unterstützen? Das ist ja ein traumhafter Übergang, denn wenn du da draußen dich damit beschäftigen möchtest, was ist meine Positionierung, für was möchte ich stehen, für was ist mein Branding, was sind die nächsten Schritte auch strategisch, dann ja, dürfen die Leute da draußen sich gerne bei uns mal bewerben. Und dann können wir auch dabei unterstützen, so eine Förderung mal bei dir einzutragen. Also wir haben unten hier den Link, ja natürlich auch zu Emis Kanälen und auch zu uns, wenn ihr mal eine kostenlose Beratung haben wollt. Ja, wir machen immer kostenlose Beratungen oder auch Potenzialanalysen, wo ein Talent Scout mit euch spricht und herausfindet, wo steht ihr gerade, wo möchtet ihr hin und was könnte ein nächster Schritt sein, wie können wir euch auch dabei helfen, mehr Follower, mehr Reichweite aufzubauen. Meldet euch gerne, schaut doch bei Emi vorbei und somit wären wir am Ende dieses richtig geilen Interviews. Vielen Dank dir für deine Zeit. Anytime. Und wir hören uns. Peace.